Hier sehen Sie ein Stillleben von Ernst Ludwig Kirchner, und zwar Stillleben mit Krügen und Kerzen. Spannend an diesem Werk ist schon mal die Datierung, denn datiert vom Künstler ist es 1917, aber geschaffen wurde es sehr wahrscheinlich 1927. Dieses Bild passt eher in den Spätstil des Künstlers. Und was wir hier sehen, sind Gegenstände auf einer Tischplatte, die nach oben geklappt ist, sodass man diese nicht hintereinander, sondern übereinander gestaffelt sieht. Sehr stark ausgearbeitet sind die Konturen hier, mit denen Kirchner halt eben die Gegenstände abrundet und in eine gemeinsame Form.